Der Zug ist abgefahren, sagte ich. Wenn jetzt nur irgendwer mir für irgendwas empfehlen würde, er würde sich blamieren. Das habe ich mir die ganzen letzten Jahre schon gedacht. Wer mich jetzt noch für irgendwas empfiehlt, blamiert sich selbst, weil mir ist es schon längst egal. Was macht die Jobagentur mit mir? Nun, früher oder später wären Maßnahmen vorgeschrieben, die sogenannten Kurse, Weiterbildung. Ich sage jetzt nicht ganz genau, was ich alles habe und die Diagnosen und das alles. Ich muss aber trotzdem irgendwie aufzählen, die Symptome wenigstens. Weil die Diagnose können Sie erstellen, wenn Sie Spaß haben dabei. Mich darf man nicht mehr über eine längere Zeit, über Stunden hinweg mit Menschen in einen Raum sperren. Einfach so geht nicht. Ich kann mit den Menschen nicht kommunizieren. Ich trage eine Maske, immer. Die Maske war mein Missing Link. Ich kommuniziere auch nicht per Mimik mit den Menschen. Ich habe das Originalbuch vom Watzlawick, wo drin steht, man könne nicht kommunizieren. Ich bin bereit, seine Thesen zu widerlegen. So, jetzt schreibt das Gesetz sagt, ich bin ja Bezieher einer Versicherungsleistung und ich verwehre mich dagegen, der einer Transferleistung zu sein. Das Gesetz sagt also, die Versicherungsleistungsnehmer haben arbeitswillig und arbeitsfähig zu sein. Arbeitsfähig zu sein, es liegt außerhalb meiner Sphäre, dies zu beurteilen. Ich bin bei zwei Arten von Ärzten, bei den Ärzten, die mich betreuen und behandeln und bei den Ärzten, die mich, sagen wir einmal, anschauen. Und dann schreiben sie einen, ich nenne es auch nicht wörtlich, aber einen Anschauungsbericht, sagen wir so. Ich darf mich dazu nicht äußern, das Verfahren läuft. Ja, dann habe ich was erfunden da. Also, Schizoidie. Ihnen alles insgesamt Schizoidie. Ich nenne die Sachen nicht beim Namen. Wenn ich mir dessen gewahrer bin, dass das, was ich sage, einem Wahn unterliegt, dann halte ich, wo ich halt die Hand frei habe, dieses Schild hoch. Das Schild Wahn. Das Warnschild Wahn. Wenn ich merke, ich drifte ab, das ist nicht mehr ganz. Koscher, so geht's nun weiter. Danke.